Sollen wir die nachher ausnehmen? Wir nehmen die nachher aus auf dem Rückweg. Auf dem Rückweg nehmen wir alles mit. So, erstmal weiter. Was haben wir denn hier noch? Jetzt müssten hier noch mehr Varane auftauchen. Ach Gott, ich vergesse ja, dass es vielleicht manche unter euch gibt, die das Spiel noch gar nicht kennen, was ich ja nicht hoffen will. Auch wenn es als das verbuggteste Rollenspiel und das beschissenste Rollenspiel aller Zeiten gilt. Ich find's einfach nur geil und es ist episch. Es ist gut, das schlechteste Gothic ist es nicht. Das ist für mich Götterdämmerung. Danach kommt Arcania und dann erst Gothic 3. Also es stimmt schon, es ist immer schlechter geworden von Gothic 1 über Gothic 2 zu Gothic 3. Aber Gothic 3 ist einfach episch, Gothic 2 ist übermenschlich episch und Gothic 1 ist einfach nur göttlich episch. So würde ich es einfach mal einschätzen. Wow, und ich habe die Befürchtung, dass mein PC mittlerweile zu gut ist. Also ich habe schon Probleme gekriegt, hier mit Gothic das zum Laufen zu kriegen. Das hat, glaube ich, auch heute eine Stunde, anderthalb gedauert, bis ich das mal zum Laufen gekriegt habe. Gothic 1, Gothic 2 würde ich aber auch gerne nochmal spielen. Das waren auch absolut geniale Spiele. Also wie schon gesagt, göttlich und übermenschlich episch. Aber ob das alles noch so funktioniert, ich weiß ja nicht. Erstmal den Veran vor allen Dingen. Den Veranapot, den wollen wir jetzt mal kaputt machen. So, und jetzt geht's ans Eingemachte. Ein Minecrawler. Dem machen wir nicht viel Schaden. Vor allem nicht, wenn wir durch ihn durchschießen. Ich ziel trotzdem mal weiter auf sein... Oh, verdammt. Schlicht jetzt schon einen Haken. Ja, ich sollte vielleicht bald mal das Schwert ziehen. Nämlich jetzt. So, mal schauen, ob wir das schaffen. Ich hätte vorher speichern sollen. Oh, verdammt. Ich hätte vorher speichern sollen. Ich hätte vorher speichern sollen. Lalalala. Na, komm schon. Komm schon. Ich muss dich doch mal treffen. Jetzt. Aber... Ah, ich halte einfach drauf, damit er keine Chance hat, mich zu treffen. Jawohl, das hat funktioniert. Jagdgeschick plus ein. Ruf in Redok. Super. Und jetzt nehmen wir uns mal ein, unsere Heiltränke. So. Naja, bequem sieht das ja nicht aus. Kann ich dir mal helfen? Moment. Ich wollte dich jetzt vernünftig hinlegen, aber ich laufe nur durch dich durch. Ah. Naja. Was soll's. So, Varan können wir natürlich auch nicht ausnehmen. Was wir aber können, ist... den ganzen Schrott einzusammeln. Ich weiß, ihr liebt es doch bestimmt. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ihr es auch so wollt. Jede Kleinigkeit muss einfach mal eingesammelt werden. So, rostige Streitaxt. Meins, 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 meins. Oh, eine Stunde nehmen wir jetzt schon auf. 3:10. Oh, ich wollte eigentlich heute früh ins Bett gehen. Aber irgendwie hat mich dann doch der Ehrgeiz gepackt, Gothic 3 zum Laufen zu kriegen und damit dann auch anzufangen. Und da muss ich ja das gleich auch noch alles zusammenschneiden. Oh, damit ich Folgen habe. Ich weiß nämlich nicht, ich glaube, ich habe keine Skyrim-Folgen mehr. Keine FIFA-Folgen, aber ich habe auch keine FIFA-Folgen mehr. Oh. Es artet langsam in Arbeit aus. Abgebrochen. Oh, schwere Truhe können wir auch schon öffnen. Oh. Abgebrochen. Okay. Ah, beim dritten Mal funktioniert's. Cool. Da brechen die also auch ab. Jagdbogen, 45 Schaden, naja. Und ein Assassinenmesser. Oh, vergiftet, 45 Klingenschaden. Nehmen wir alles mal mit. Können wir das schon verwenden? So, einfach nur, um mal zu zeigen, wo es hingeht. Ah, jetzt hat... Okay, Bonustalent Orktöter brauchen wir eigentlich nicht. Weil wir wollen ja keine Orks töten. Da können wir doch eigentlich mal auf 5 Schadenspunkte verzichten und einfach mal das Assassinenmesser benutzen. Einfach mal, um schon zu zeigen, wo es hingehen soll. Warum eigentlich nicht? So, hier ist ein... Ach, es ist schon wieder dunkel. Super. Da hinten sind Hirsche. Boah, was habe ich's geliebt, bei Gothic 3 Hirsche zu jagen. Ich bin ja eigentlich sehr tierlieb und sowas alles, aber bei Gothic 3 also im Spiel... Ich hab's geliebt. Wie ich schon gesagt habe, ich war ja im ersten Spiel Jäger. Es war so toll. Jeden Hirsch, den ich gesehen habe, habe ich sofort gejagt. Und Bisons und Nashörner und was man nicht alles jagen kann. Und den Nordmar. Oh, Nordmar. Nordmar ist das absolut genialste. Aber das wird noch lange dauern, bis wir uns da hintrauen können. Da sind nämlich richtig starke Gegner. Auch auf Stufe leicht wahrscheinlich noch. Aber zum Jagen ist das einfach nur das absolut allergenialste.
Ja. Also die ersten Talente, also meinen Wunsch erfülle ich mir zumindest schon mal. Ich habe mir jetzt gerade eben den Entschluss gefasst, Jäger. Jagdtalente machen wir auf jeden Fall. Und dann schaue ich mir mal an, was ihr so in die Kommentare geschrieben habt, ob ihr was in die Kommentare geschrieben habt, ob da noch irgendwas zu passt, was wir noch dazu machen können. Aber der Jäger, ich glaube, da habe ich gerade momentan richtig Lust zu. Das muss ich mal so sagen. Naja. Mein, wie viel ist denn das hier noch? Lalalala. So viel einzusammeln. Aha, Metalltruhen, die können wir noch nicht. Okay, schwere Schlösser knacken. Müssen wir dann auf jeden Fall auch noch lernen. Ist ganz wichtig. Merkt euch mal bitte, hier ist noch eine Metalltruhe. Dass wir hier nochmal zurückgehen. Rostige Streitaxt. Nehmen wir auch mit. So. Zack, 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 zack. Jetzt weiß ich wieder nicht, was ich sagen soll. Ich könnte ja einfach wieder darüber erzählen, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll. Denn wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, dann erzähle ich einfach, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll und damit rede ich schon wieder weiter. Und das ist ja wichtig bei einem Let's Play, sonst wäre es ja ein Walkthrough. Obwohl, da wären wir doch jetzt einfach mal wieder beim Thema. Ich weiß nicht, hatten wir das Thema schon mal? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wenn ja, entschuldigt bitte, dass ich es nochmal anspreche, aber ich muss ja ehrlich sagen, ich würde mich als sehr toleranten Menschen einschätzen, auch was so Musik geht. Ich nenne alles Musik, da kann Justin Bieber kommen oder was auch immer alle Leute für keine Musik nennen würden, obwohl früher habe ich auch mal gesagt, Metal wäre keine Musik und jetzt höre ich selber wieder Metal. Naja, ist egal. So kann sich das ändern, aber jetzt schweife ich wieder vom Thema ab. Ich bin ja sehr tolerant und verstehe auch immer, dass es Menschen gibt, die sich was angucken, sich was anhören oder so, aber was ich wirklich... Ich krieg's nicht, also so tolerant ich gerne sein möchte, ich krieg's nicht in den Schädel, was Leute an Walkthroughs finden. Also ich weiß ja, gut, einer meiner Kollegen sagte mal, ja, die gucken sich das dann an, wenn sie im Spiel nicht weiterkommen. Ja, gut, aber jetzt dafür, dass es dann Leute gibt, die dann wirklich komplette Walkthroughs machen... Bei Let's Plays, ich mache ja jetzt selber Let's Plays, da kann ich ja, ist klar, dass ich das jetzt nicht, ja, idiotisch finde ich auch keine Walkthroughs sowieso nicht, aber, ich verstehe es einfach nicht, muss ich ehrlich sagen. Und, bei Let's Plays, ich kann das verstehen, da ist jemand, der spricht noch mit dir im Prinzip als Zuschauer, das ist, also für mich ist das Fernsehen, ich gucke fast nur noch Let's Plays, also ich gucke überhaupt kein Fernsehen mehr, da läuft sowieso nur noch, ja, da sind wir beim toleranten Menschen und jetzt sage ich, da läuft sowieso nur noch Schrott, aber gut. Tolerant, ja, wenn sich das Leute angucken möchten, gerne. Dieses Assi-TV, wie man es nennt, auf RTL. Und ich werde jetzt auch nicht auf RTL und Gamer eingehen. Das machen wir später mal, nehme ich mir mal als Thema. Ach, verdammt, mach doch die blöde Truhe auf. Das machen wir vielleicht später mal als Thema oder so. Da habe ich mich früher schon mal darüber ausgelassen. Aber bei Walkthroughs, dass es da Menschen dann gibt, die dann so Walkthroughs machen. Okay, die spielen ja im Prinzip nur und lassen dann Fraps dabei laufen, aber... Das dann auch wieder zusammenzuschneiden und sowas alles für... Oh, Teleportstein nach Redox, super. Zusammenzuschneiden irgendwie... Weiß ich nicht. Aber na gut, wenn es Leute gibt, die das gucken, warum nicht? Dann soll es halt auch Menschen geben, die sowas machen. Aber ich persönlich finde da Let's Play schöner. Da hast du noch einen... Wenn du einen guten Let's Player dabei hast, der auch mal so Witze macht oder sowas, da hast du noch Unterhaltung dabei... Das ist einfach schön. Oder schöner, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Ich bleib da lieber bei meinen Let's Plays. Da habe ich nämlich, also ich habe ja auch schon mal, muss ich ja sagen, Let's Plays dann auch schon mal dazu benutzt, wenn ich bei dem Spiel nicht weiterkam, dass ich da dann auch mal bei Let's Plays reingeschaut habe. Da habe ich dann auch gleich noch einen Kommentar dabei, der vielleicht dann auch sogar noch kommentiert, wie er das gerade eben gemacht hat. Und jetzt habe ich tatsächlich die ganze blöde Sammlerei zugequatscht. Es ist ja unglaublich. Ich kann endlich wieder quatschen. Es ist ja toll. Oh mein Gott, wir haben ein Thema gefunden, worüber wir uns unterhalten können. Und jetzt unterhalten wir uns mit Joey darüber, dass wir es geschafft haben. Der Südausgang von Redox ist frei. Du meinst, dort sind keine Viecher mehr? Wahnsinn, Mann! Dann wird meine Wache hier am Südausgang viel entspannter. Danke. Das ist mir glatt einige Goldmünzen wert. Und der nächste Level Loop und 500 Gold. Wahnsinn, wie viel haben wir denn jetzt schon? 5599 und Stufe 5. Wir haben 50 Lernpunkte. Ja, da können wir ordentlich in die Jagdtalente reingehen. Und ich weiß auch schon genau, wo wir die holen. Aber das machen wir jetzt nicht,
Weil jetzt sind wir, glaube ich, vom Logbuch erstmal in Redok. Finde Rebellenuntergrund in Kapdun, ja. Redok braucht einen Schmied. Muss ich mir mal überlegen, ob wir das machen oder nicht. Obwohl eigentlich, wir können... Nachher töten wir ihn dann sowieso. Da können wir uns eigentlich auch die Erfahrungspunkte einsacken. Aber was wir jetzt machen, ist nämlich, bevor ich das... Ich werde das sowieso vorher vergessen, deswegen machen wir es jetzt noch. Und danach erst werde ich die Aufnahme beenden, denn wir spielen jetzt schon eine Stunde und früher musste ich bei Gothic 3 bei einer Stunde aufhören. Das Wow, das ging schnell. Das machen wir diesmal nicht. Wir spielen etwas weiter und gehen jetzt mal da hinten, nachdem ich mal irgendwo gepennt habe, weil ich habe keinen Bock, da nachts hinzugehen. So, die Rebellen hier mögen uns ja. Da können wir auch mal in deren Betten schlafen, bis zum nächsten Morgen schlafen. So, damit ihr auch was seht. Ist ja auch wichtig. Aber wir gehen jetzt da hinten zum Turm und machen erstmal seine Quests, der da hinten auf uns lauert. Wer war das? Jack? Ich spoiler schon wieder, Entschuldigung. Es tut mir leid. Für die Leute, die das Spiel nicht kennen, jetzt spoiler ich die ganze Geschichte hier vor. Aber ist auch egal. Ahu! Ahu! Oh, jetzt kann ich nicht vernünftig heulen, weil ich leise sein muss, weil meine Schwester natürlich im Nebenzimmer schon lange schläft. Gut, bei 2:45 nachts ist das auch kein Wunder. Apropos, da könnten wir eigentlich mal wieder einen vernünftigen Spielstand machen. Hier, 2:27 Uhr, da war es der... Da ist der Beweis, ich erzähle euch keinen Mist. Und auch 3:15 Uhr haben wir jetzt genau... Am 25.05.2012. Tja, wie gesagt, ich erzähle euch keinen Mist da. Um die Uhrzeit nehme ich noch für euch auf. Ja, könnt ihr euch ruhig mal dankbar zeigen für. Ich mach's ja gerne. Es macht ja auf jeden Fall immer noch Spaß, auch wenn es einfach mit viel Problemen meistens bei mir verbunden ist. Ist ja einfach so. Auch hier, wie gesagt, bis ich hier Gothic 3 endlich mal wieder fertig gekriegt habe, war auch schon wieder 1,5 Stunden rumgefuchtel. Aber was soll's, es lohnt sich doch, dieses Spiel ist einfach nur Hammer. Und wir wollen's spielen. Was soll's, ich hoffe, das kommt gut an bei euch. Ich bin da noch ein bisschen in Sorge, dass ihr das jetzt nicht gut findet, dass ich Gothic 3 Götterdämmerung dann beendet habe. Weil es gab auch Leute, die auf jeden Fall wollten, dass ich es weiterspiele, aber dann kam der Vorschlag... Wenn ich das jetzt nochmal kurz sagen darf, ohne dass irgendwas passiert, weil ich jetzt nicht mit Jack dann sprechen kann, dann kam der Vorschlag, ich soll doch einfach mal die Welt erkunden. Ja, aber das war mir dann wirklich doch einfach zu langweilig. Das kann man dann machen, wenn ich was zu erzählen habe. Das ist ja dann für mich dann wie ein Vlog im Prinzip, weil ich muss ja dann darüber quatschen noch. Und dann kam mir dann einfach die Idee, einfach mal ein Let's Replay zu machen, was ich ja sowieso vorhatte, weil ich das schade fand, dass wir Gothic 3 aufgeben mussten. Und dann können wir doch, es ist Myrtana, es ist die gleiche Welt und dann können wir doch lieber mit Quests die Welt erkunden als ohne. Ich glaube, der, war das Pnyplex? Ich glaube ja. Der gute Kollege, der dafür gesorgt hat, dass meine Audioqualität etwas besser ist, weil ich ja jetzt Audacity benutzen kann durch sein absolut geniales Tutorial. Ich glaube, der war es, der den Vorschlag gemacht hat. Ich will jetzt aber auch nichts Falsches sagen. Lieber Plyplex, wenn du zuguckst, jetzt schöne Grüße vor allen Dingen von hier aus. So. Naja, Jack, was gibt's denn jetzt hier? Na, mein Junge, unterwegs zu großen Abenteuern? Schönen Turm hast du hier. Ja, für einen alten Seebären wie mich genau das Richtige. Ist aber eine gefährliche Gegend, das sage ich dir. Diese Halunken sind überall. Sie lassen einem alten Seemann einfach keine ruhige Minute. Hast du Orks gesehen? Um Himmels Willen. Ich hoffe, die haben Besseres zu tun, als einen alten Mann zu erschrecken. Von welchen Halunken sprichst du? Sie streuen hier überall an der Küste herum. Du brauchst nur einmal ein Stück Richtung Nordosten die Küste raufgehen. Sie haben dort ihr Lager aufgeschlagen und warten nur darauf, mir am Schlaf die Kehle durchzuschneiden. Ich kümmere mich um deine Halunken. Weißt du, mein Junge, ich wüsste gar nicht, wie ich dir das wieder gut machen sollte. Lass dir was einfallen. Pass auf dich auf, hörst du? Die Kerle sind gefährlich. Ja, ja, das schaffen wir schon. So, Nordosten, nie ohne Seife waschen. Osten ist rechts, genau so. Einfach Nordosten, da haben die Kerle ihr Lager aufgestellt. Naja, gut. Dann schauen wir doch mal eben.
Ach, da sind sie auch schon. So, einmal speichern vorher. Halunke. Zack. Eins. Zwei. Drei. Der erste ist tot. Und aufs Schwert. Los geht's.